Hallo, habt ihr das gesehen? Das ist Laura, die spielt super Fußball, sogar schon in der Nationalmannschaft. Ich bin Simeon und bin Kinderreporter von Hallo Benjamin. Eigentlich wollte ich Laura ja besuchen, aber leider ist das Coronavirus dazwischen gekommen und wir können das Interview nur so machen, dass ich die Fragen von hier stelle und sie von dort, wo sie wohnt, antwortet. Hallo, ich bin die Laura Kloning, bin 14 Jahre alt, spiele bei der U15 der TSG Balingen, bei der Nationalmannschaft und bei der WFV-Auswahl. Ich gehe aktuell in die 9. Klasse und mein Lieblingsfach ist Sport. Wie bist du auf diesen Sport gekommen? Mein Vater war früher, als ich klein war, Fußballtrainer und dann hat er mich einfach mal mit ins Training genommen und dann hat es mir direkt Spaß gemacht und dann bin ich dran geblieben. Aber ich habe schon Fußball gespielt, seitdem ich krabbeln konnte, also ich bin immer dem Ball hinterher. Aber mit 4 war ich zum ersten Mal im Verein. Warum spielst du auch in einer Mannschaft, wo nur die Jungs spielen? Die Trainer sagen auch immer, dass es gut ist, so lange wie möglich bei den Jungs zu bleiben, auch vom körperlichen her und von der Schnelligkeit, weil es auch eine größere Herausforderung ist, wie bei den Mädchen. Und deswegen spiele ich jetzt immer noch bei den Jungs. Wie oft trainierst du in der Woche? Ich trainiere 4-mal in der Woche plus Spiel am Wochenende. Und dann gehe ich auch einmal in der Woche noch ins Fitnessstudio in den ersten 2 Stunden der Schule. Und dann kommen halt noch zusätzliche Einheiten wie Joggen oder Krafttraining oder Stabilisationsübungen dazu. Fehlst du manchmal in der Schule? Ja, das lässt sich leider auch nicht vermeiden. Zum Beispiel, wenn ich mit dem BFV weg bin oder mit der Nationalmannschaft, dann muss ich den Stoff natürlich auch nachholen. Ist das anstrengend? Ja, meistens schon. Ist halt auch stressig, wenn man von der Schule heimkommt, direkt wieder zu lernen, den Stoff nachzuholen und dann ins Training. Aber geht leider nicht anders. Wie viele Pokale oder Medaillen hast du schon gewonnen? Puh, das ist natürlich eine schwere Frage. Also ich zähle da nicht so genau mit, aber es sind auf jeden Fall schon einige. So, umso länger man spielt, desto mehr kommt natürlich auch dazu. Und wenn man so die Sammlung anguckt von den Pokalen und Medaillen, ist man natürlich schon stolz drauf, was man so alles gewonnen hat. Was macht dir an diesem Sport so Spaß? Ich finde es einfach cool, dass es ein Teamsport ist und dass man auch immer wieder neue Freunde kennenlernt. Und man stellt sich natürlich auch immer wieder neuen Herausforderungen. Und umso höher man kommt, desto größere Erfahrungen kann man natürlich auch sammeln. Und das ist echt cool. Wie fühlst du dich, wenn ihr ein Spiel verloren habt? Nach dem Spiel ist man natürlich erstmal traurig und vielleicht auch ein bisschen wütend. Aber man kann ja nicht jedes Spiel gewinnen und man lernt dann auch aus den Niederlagen und kann die Fehler im nächsten Spiel besser machen. Hier seht ihr die Übungen, die Laura beim Training macht.